Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu Zur 2 Animal Park. Und heute werden wir dem Tüpfelkuskus ein neues Zuhause geben. So, bevor wir uns aber mit dem Tüpfelkuskus, also bei Couscous muss ich tatsächlich immer an Essen denken. Völlig schlimm. Bevor wir den einziehen lassen, hatten wir ja schon in der letzten Folge gesehen, dass wir hier bei den amerikanischen Bisons etwas, ja, neu platzieren könnten. Warte mal, wir gucken mal hier bei den Tierchen. Oh, warte mal, was ist denn das da? Lass mal, nein, sag mal, ich klicke hier immer Sachen an, voll schlimm, dass wir hier nochmal ein Level 2 dazu gekriegt haben, das hatten wir ja schon gesehen, den platzieren wir hier auch einfach mit rein, ich hätte mich jetzt über Level 3 auch sehr gefreut, ne? Warte mal, wir gucken mal, ja doch, war richtig. Gut, haben wir das also aufgefüllt, ja, haben wir jetzt noch ein Level 2 Bison hier drin. Ich hoffe, dass das denn jetzt hier aber auch mal klappt, wenn das Level 2 ist, dass wir hier so ein bisschen, naja, vorwärts kommen. Gut, ich habe da mal was vorbereitet. Hier oben, ja, kein Tier, das weiß ich, ist doch klar. Ja, also hier soll der Tüpfelkuskus einziehen. Wo habe ich den eigentlich her? Ja, völlig klar. Ich habe meine Akademie verlängert und konnte mir da den Tüpfelkuskus aussuchen, weil, oder warum habe ich mir den ausgesucht? Ganz klar, für die, naja, wie heißt es doch gleich? Besucherinformation? Also, ja, Besucherinformation, genau, hier unten. Da ist es nämlich auch ein Zuchttier, das brauchen wir. Also dieser Name, der wird mich ewig verfolgen. Okay, jedenfalls brauchen wir dafür auch für eins der Tiere den Tüpfelkuskus. Und deshalb habe ich ja damals schon mal gesagt, den werde ich mir holen. Gut, dann gucken wir hier nochmal rein. Dann können wir uns den hier nämlich gleich rausziehen, den kleinen Racker. Ist das mal nicht mega niedlich? Also jetzt mal ganz ehrlich, voll knuffig. Oh Gottchen, ich habe echt gedacht, ich habe schon einen, aber offensichtlich hatte ich noch keinen. Okay, und ich habe mich ein wenig vorbereitet. Wir gucken hier mal in die Gehege rein und zwar in die Dschungelgehege. Da habe ich also schon einmal einen Fressnapfen. Ja, Moment. Nicht hier das eine vor dem anderen machen. Oh, gucke. Drei Stück passen in ein Grundgehege. Das ist ja mal nicht schlecht, möchte ich behaupten. Da gucken wir doch mal. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier drauf. Noch drei für einen Platz. Oha. Da möchte ich jetzt aber ganz gern eigentlich versuchen. Das war so mein Gehege für, ich schiebe es hier ganz oben hin und fülle diese Lücke. Naja, da müssen wir hier wohl einen Weg hinsetzen, wa? Naja, dann ist das eben so. Drei für einen Platz. Okay, das sollte hinzukriegen sein. Machen wir hier unten vielleicht noch? Nee, komm, wir machen wir hier. Machen wir da oder da? Nee, wir machen mal hier und wie immer einen mehr, damit es nicht ganz so gequetscht aussieht. Und natürlich kaufen wir noch einen Kiesweg oder brauchen wir eigentlich gar nicht, weil haben wir noch, ne? Oder warte mal, wäre das nicht vielleicht, Moment, tut mir leid, wäre das nicht sinnvoller, hier noch einen hinzupacken? So, guck mal, könnte man auch künftig, nee, lassen wir mal so, ne? Ziehen wir es noch eins runter? Nee, ich glaube, dieser kleine Abstand hier ist doch eine ganz nette Geschichte. So, dann können wir hier weitermachen. Wir brauchen natürlich eine Wasserstelle. Die möchte ich gerne hier in etwa hinpacken. Und was brauchen wir noch? Ach so, pass auf. Das wollte ich mit euch zusammen eintauschen. Ich habe aber schon geguckt, ob ich es habe. Ich bin jetzt gebrandmarkt. Hallo, ich wollte da draufklicken. So, vollenden, nie eine Schaukel reicht, die nehmen wir. Und ja,
Matti-Packen war. Wollen wir die hier so mal probieren, ob das hier ein guter Platz dafür ist? Dann würde ich nämlich gern vielleicht den Futtertrog hier hinten hinpacken und hoffe, dass der da dran kommt, dass wir jetzt nicht irgendetwas blockiert haben, ne? Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen was Grünes. Das möchte ich hier ganz gern reinsetzen. Und hier haben wir noch mehr Buntes. Und so ein Fels habe ich hier gleich nochmal mit eingetauscht. Ich finde, das sieht ganz gut aus, ne? So, haben wir das durch? Ist das Gehege fertig? Und so, das, da brauche ich also nur noch zweimal Gold kaufen. Oh Gott, von der Akademie. Und dann habe ich den zweiten Tüpfelkuskus. Mann, ist der süß. Also der gefällt mir ja mal richtig doll. Jo, kleiner Schlumpf. Voll niedlich. Okay, dann gucken wir doch mal. Hier haben wir noch ganz viele andere Sachen am Start. Und jetzt gucken wir mal hier aus den Gehegen raus. Und zwar mal wieder in die Dekorationen. Und schauen mal, ob wir hier noch ein paar neutralere Sachen am Start haben. Also zum Beispiel, würde das hier hinpassen? So dschungelmäßig? Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht? Ja, wir müssen das ja hier irgendwie unterkriegen, ne? Irgendwie, ja. Und eigentlich suche ich schon wieder. Da muss ich hier das noch aktivieren, ne? Die Mülleimer. Die holen wir uns mal noch dazu. Packen wir hier ein Mülleimerchen mit hin. Muss unbedingt sein. Und was haben wir noch? Was haben wir noch für schöne Sachen? Viel zu viele. Ich sehe da schon wieder kommen. Meine Güte. So viel Deko. Oh, einfach reinsetzen. Einfach platzieren. Nicht wirklich viel drüber nachdenken, ist, glaube ich, immer der beste Weg, ne? Guck mal, wenn wir das hier vielleicht noch mit hinsetzen, so ins Eck rein. Ja, das ist doch nicht schlecht. So, warte mal, was haben wir denn hier noch am Start? Was passt da gut hin? Ich würde sagen, Pfeilchen will ich nicht. Ich würde es tatsächlich mit den Orchideen probieren. Denn Orchideen sind doch recht tropisch, ne? Dann packen wir die vielleicht mal hier hinten noch mit hin. Hier können wir noch eine mit hinsetzen. Und dann packen wir einfach mal hier so. Komm mal ein bisschen näher, da ist das kleine Mäuschen zu groß. Alles klar. Oh, kann sie sich wieder nicht entscheiden. Wieder zu viel Krams, ne? Viel zu viel Krams, was wir mittlerweile hier haben. Könnte man natürlich auch hier mit hinsetzen, ne? Warte mal, mach mal zu. Die großen Teile finde ich auch immer schwierig. Guck mal, das packen wir da hin. Und dann gucken wir mal. Ja, guck mal, da haben wir doch die Lücke. Guck mal. Ich wiederhole mich. Schlimm, wenn es einem selber auffällt. Ich denke, das passt da ganz gut hin. So, hier haben wir noch Bäumelis und hier sowas. Guck mal, das ist auch schön. Das setzen wir dahin. Und ja. Ich würde gerne diese Lampen jetzt mal mit verbrauchen, ne? So nach und nach zumindest. Ne, die hatten wir schon. Dann müssen wir die andere nehmen. In lila. Packen wir hier hin, drehen wir einmal anders, dass das nicht alles so ähnlich aussieht, ne? Also nicht so dolle ähnlich. So. Passt hier. Kriegen wir hier so einen Bambus noch mit hin? Ja. Also das mit dem Bambus finde ich immer super komisch irgendwie. Das ist nicht so mein Zeugs. Also Bambus an sich ist natürlich schön, ja, das stelle ich nicht in Frage. Aber ich finde das hier ein bisschen schwierig. So, packen wir hier noch einen mit hin. Und dann vielleicht mitten rein einen. Und dann können wir doch mal gucken.
Wollen wir das hier mal mit hinsetzen? Ja, guck mal. Dann ist das auch. Hey, baue 500 verschiedene Dekorationen. Guck mal, ein bisschen Kohle wiedergekriegt. Das ist doch eine feine Geschichte. Und hier kommt dann noch eine Chili-Toilette hin. Einfach, weil wir sie haben. Oh, weia. Ja, und dann denke ich, ist das eigentlich hier so ganz in Ordnung für den kleinen Kumpel. Na, genau, mach erstmal ein bisschen happy, happy. Nur sagt mal, der ist echt süß, oder? Ihr Lieben, damit bin ich am Ende für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut. Hau nicht ab. Tschüss.